Liebe Modellbahnfreunde, nun präsentiere ich Ihnen die Messeneuheiten von Vollmer für dieses Jahr. Und meine charmante Gesprächspartnerin ist Susanne Vollmer, die Chefin des Hauses, und die wird uns gleich sagen, was es da Neues gibt. Wir haben uns da einiges rausgesucht im H0-Bereich. Und da würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem alpenländischen Set an. Hallo Herr Puttig, freut mich, Sie wieder zu sehen. Da merken wir immer, dass ein Jahr schon wieder vorbei ist, sprich eben auch Neuheiten entwickelt wurden. Das alpenländische Set ist eine Zusammenstellung aus zum Teil bereits vorhandenen Bausätzen, das heißt aus der Kirche St. André und zwei alpenländischen Gebäuden. Dieses Set ist sehr einfach zusammenzubauen, also auch mehr für Anfänger geeignet oder jemand, der relativ schnell mit drei Bausätzen, Artikeln einen kleinen Dorfplatz gestalten will. Auch vom Preis her ist es sehr attraktiv, 29,95, von daher also eigentlich für jede Anlage geeignet. Wir können auch sagen, dass das Set dieses Jahr auch ausgeliefert wird. Absolut, das Set ist sofort verfügbar, während die anderen Neuheiten, die wir so vorstellen, im Frühjahr, spätestens dann im Sommer ausgeliefert werden. Dann gibt es ja im H0-Bereich noch zwei weitere Neuerungen, die Sie haben. Das sind Bahnsteige. Mhm. Einmal der Bahnsteig Niederau und der Bahnsteig Wiesenthal. Das sind zwei Bahnsteige, muss ich ganz ehrlich sagen, die mir ganz besonders gut gefallen. Mhm. Und zwar sind sie echte Formneuheiten mit den Wartehallen. Einmal in der Kurzversion und einmal in der Langversion. In der Langversion sind zweimal die Wartehallen drauf und mit dem ganzen Zubehör, was ein Bahnsteig so benötigt. Also Bänke und Uhren und Lampen und einfach alles. Und beide sind also ganz interessant, je nachdem, wie der Modellbahner sie einsetzen will. Preis ungefähr bei 25 Euro beziehungsweise knapp bei 50 Euro. Und die Verladerampe, ist die jetzt Bestandteil des Bahnhofs oder ist das extra? Nein, das ist extra. Mhm. Die Verladerampe setzt sich der Artikel Verladerampe setzt sich zusammen aus einem Stück Bahnsteig, der Verladerampe an sich und eben auch noch so eine kleine Gleiswaage und ist ganz individuell zu kombinieren bzw. einzusetzen, ob Sie jetzt wie in unserem Beispiel hier Kühe verladen oder eventuell auch Autos versuchen auf den Zug zu bekommen, siehe Autoreisezug zum Beispiel. Alles möglich. Alles möglich. Ja. Was mir ganz besonders gut gefällt und auch sicherlich den N-Bahnern sehr gut gefallen wird, dass Sie hier ebenfalls eine ganze Palette an Neuheiten da haben. Und da wäre ich zum Beispiel zu nennen diese Kohlen- und Brennstoffhandlung. Also die N-Bahner liegen uns eigentlich ganz besonders am Herzen, muss ich sagen. N ist einfach ein Maßstab, wo sie in der gleichen Präzision auf noch kleinerem Raum natürlich mehr unterbringen wie in H0. Logisch, allein schon aufgrund des Maßstabs. Und deswegen haben wir Sachen entwickelt, diese Artikel entwickelt, die wir zwar auch schon im H0-Programm haben, aber wo die N-Bahner uns immer schon wieder darauf angesprochen haben, ach, das hätten wir doch auch ganz gerne für uns in N-Spur. Also das machen wir jetzt in Neuheiten. Und da gibt es ja noch einen Güterschuppen dazu. Genau, also den Güterschuppen ist eine der Neuheiten. Dann haben wir die ganz kleinen Ergänzungen, die überall dazu passen. Das sind die Getränke oder auch Verkaufsstände, ja, also zum Beispiel Milch und Käse oder Fleisch und Wurst. Aber auch, was absolut nicht fehlen darf auf keiner Anlage, ist der kleine Dönerstand. Und da habe ich mich vorhin schon sehr amüsiert über den Namen Ützelbrützel. Ist das jetzt Fantasie oder gibt es das tatsächlich? Nee, es gibt tatsächlich bei uns in Stuttgart einen Dönerstand mitten auf der Königstraße, der heißt Ützelbrützel. Ja, da haben wir den Namen entliehen, mit freundlicher Genehmigung. Achso, ich wollte gerade sagen, damit haben wir jetzt mal Schleichwerbung gemacht. Aber für alle, die in Baden-Württemberg wohnen und einmal nach Stuttgart fahren sollten, die Königstraße mit Ützelbrützel besuchen. So ist es. Und da werden sich Leute immer gerne daran erinnern, Mensch, das gab es doch bei Vollmer. So, genau. Ja, Frau Vollmer, nun wollen wir aber auch mal über ein Kapitel sprechen. Es gab ja im vergangenen Jahr, im Herbst, glaube ich, war es so einen kleinen Aufschrei in der Modellbahnwelt. Die Meldung kam, Vollmer hört auf. Erste Frage wäre jetzt, Sie bringen ja jetzt nochmal Neuheiten. Ja. Wird das abgearbeitet? Selbstverständlich.
Sonst wären wir nicht hier, sonst wären wir nicht hier in Nürnberg und würden auch nicht die Neuheiten präsentieren. Das heißt, die Neuheiten haben ein Erscheinungsdatum von ab sofort bis spätestens Sommer. Wir sind bereits in der Werkzeugerstellung und die Werkzeuge werden mit Sicherheit fertig werden in diesem Zeitraum und die Neuheiten erscheinen auch. Es ist ja so, dass ein wirklich großer Name auch von der Modellbahnbühne geht, was ich persönlich auch sehr bedauere, muss ich sagen, weil ich wiederum eine Gesprächspartnerin hier verliere und sagen, nächstes Jahr sehen wir uns leider nicht mehr. Gibt es irgendwelche Beweggründe, warum Sie aufhören? Möchten Sie darüber reden oder? Also Herr Buttig, ich denke, das sind immer viele Dinge, die so eine Entscheidung dann letztendlich reifen lassen und bis es zu der Entscheidung kommt. Also hier ist es einfach so, dass mannigfach man natürlich über den Markt und die Entwicklungen nachgedacht hat. Das ist das eine. Aber auch, es ist ein Familienunternehmen und die Familie hat dann die Entscheidung getroffen. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, unser Herz nach wie vor und insbesondere mein schlägt natürlich für die Modelleisenbahn. Aber wenn Entscheidungen getroffen sind, stehen sie und man selbst steht dazu, sodass bis zum 30.06. die Produktion bei uns aufrechterhalten bleibt und der Vertrieb aber darüber hinaus noch ein bisschen weitergeht. Dann würde ich sagen, das war jetzt wieder, so sage ich es immer ganz gern, das Wort zum Sonntag. Wir wollen es auch dabei belassen lassen mit dieser Antwort. Ich denke, das war auch eine ehrliche Antwort und damit haben wir auch in der Öffentlichkeit mal ein bisschen Klarheit geschaffen, warum und weshalb und weswegen. Es ist schade, dass Sie gehen. Ja. Und es ist schade, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt wirklich nochmal, dass ich nächstes Jahr leider Gottes nicht mehr habe. Ja. Und ein Elefant im Porzellanladen wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Nein. Liebe Frau Vollmer, ich wünsche Ihnen alles Gute Danke für Ihren weiteren Weg. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Man soll nie, nie sagen, Herr Buttig. In dem Sinne, danke. Danke auch.